freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit am Start seid. Wundert euch auf jeden Fall nicht wegen meinem wunderschönen Gesicht. Ich habe eine, ja. Ich würde jetzt sagen, ich hätte eine Wette verloren, aber ja. Lass uns einfach nicht drüber weiterreden. Wir reacten heute auf ein Video von InScope. Ja. Mal gucken, was auf mich zukommt. Gönnung! Die nachfolgende Sendung ist nachfolgend. Ich singe ein Lied für dich, da fragst du mir. Guten Morgen, guten Mittag oder auch herzlich willkommen zu dieser unglaublich beschissenen Ausgabe. In diesem Format geht es darum, den hochwertigen Content, der auf Twitch erstellt wird, hier nochmal Revue passieren zu lassen. Die Jungs von meinem Highlight-Kanal Geteilte Treu haben die Clips heute wieder raus. Junge, da kommt jetzt halt wirklich genau der Richtige in den Chat. Was geht, Lil AK? Gesucht. Jungs, ihr seid gefeuert. Du kaufst dir in deinem FIFA wie viele Tausender irgendwelche Sachen. Packst oh mein Gott. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum Leute so viel Geld für FIFA ausgeben. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ohne Witz. Come on, Mann. Man kann doch irgendwie das Geld für coole Sachen ausgeben und nicht für fucking FIFA. What the fuck? FIFA gleich Müll, aber absolut Kingsnake. Absolut. Ja, finde ich gut, dass sie da ihre Fortnite-Skin zum Beispiel, genau. Dafür kann man das Geld auch ausgeben. Den Leuten auch einfach mal ihr Verhalten reflektiert vor Augen führt, um einfach aufzuzeigen, hey, ein rein stumpfes, konsumierendes Verhalten auch bezüglich dieser Glücksspielmaterie ist nicht unbedingt der korrekte Ansatz. Oh mein Gott! Oh holy God! Shit! Holy mein shit! Gott, ja! Fuck! ASMR Janina, Digga. Ist es gerade dein R? Es gibt Leute, die haben einen hohen Intelligenzquotienten. Guten Morgen, guten Mittag. Es gibt Leute. Ja, Nico gehört nicht dazu. Omega Lull. Leute, die haben einen mittelmäßigen Intelligenzquotienten. Monte. Es gibt Leute, die haben einen niedrigen Intelligenzquotienten. Jawohl. Okay, ich wollte jetzt gerade Kevin sagen, aber okay, gut. Und dann gibt es noch Papa Platte. Ah, scheiße. First try. Junge, ich wollte jetzt halt wirklich als nächstes Papa Platte sagen. Och Mann, Alter. Sorry, Chat, we're gonna have to mute you for a minute. See you later. Ja, wahrscheinlich! We have to mute you for a minute! Das ist das, was die Jungs denken. Holy Nico, shit! Da musst du ein Video draus machen. Luca, Dave, ich sag's euch ehrlich, ihr seid wieder eingestellt. Ich Booba. Wusste schon immer, dass bei Papa Platte und Trimix gewisse Schwingungen, sag ich mal, vorhanden sind. Ich meine, gemeinsame Interessen, gemeinsamer Beruf, aber dass Papa Platte da so offensiv reingeht. Oh. Alter, was bin ich schnell? Ich persönlich nicht erwartet. Oh mein Gott, ich dachte, ich könnte einfach eine Zigarette nehmen und die essen. So. What the fuck? Lecker. Mit der habe ich schon mal COD gezockt. Sie heißt Baby Bouger auf Twitch und ist wirklich eine sehr, sehr geil. Komm, Digga, du musst nicht immer alle anmachen. Wobei die schon ziemlich geil ist. Scheiß auf die What the fuck? Was zur Hölle? Alter, wie viele schaffst du? Boah, Salzstangen sind geil. Von der Länge oder von der Länge her? Die gute Carla, Leute! Junge, warum sehe ich so scheiße? Nee, absolut richtig. Berechtigte Frage von der Carla, meiner Meinung nach. Man weiß es nie. Es kann auch immer mal wieder zu einem spontanen Dicksack-Comparing-Contest kommen. Meiner Meinung nach hier der absolut adäquate Aussage. Schwanz in mein Arsch. Wenn du den Leuten aus dem Fernsehen und deinen Eltern beibringen willst, Mutter, Vater, es ist nicht mehr cool, Fernsehen zu gucken. Du musst anfangen mit Social Media. Guck mal auf Twitch vorbei, die machen ultra nice Content. Ich hätte auch gern einen Schwanz in meinem Arsch. Wunderschön. Content. Und dann? Salam, Schwarz in mein Arsch. Isaac Dix. Sie hat den Monster Body mit dem Monsterblick und ihr Monster Boom Boom. Gib mir den Kick, sie ist ein Monster! Monster! War ein Banger.
Ohne Witz, war ein Banger. Man muss sagen, vom Text her war es auf jeden Fall gut. Idealen Vorstellung, es ist eigentlich eher mit einer weiteren Frau. Ja, als weitere Frau stelle ich mich auch gerne zu. Oh mein Gott, Mann, Junge! Holy shit, Digga, was ist denn jetzt los? Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den Daumen gerne und Video nach oben da. Ich muss jetzt ganz schnell das Video zusammenschneiden, weil ich habe da noch ein sehr, sehr wichtiges Business-Meeting, das ich organisieren muss. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen absolut beschissenen Tag und jetzt verpisst! Muttermilch mit Likör 43, muss ja anders schauen. Muttermilch, Schokolade mit Likör 43. Was? What? Wie? Hä? What the fuck? okay. Okay, aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein funny Video. Auch wenn es halt leider echt kurz war, aber ja, an sich war es schon gut. Habe ich sehr gefeiert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt irgendwie mehr Lust, Twitch-Clips anzugucken, wenn ich ehrlich bin. I don't know. Aber ja. Okay, Chat. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und Sub auf jeden Fall, falls ihr mehr von dem hochanstrebenden VTuber sehen wollt. Würde mich freuen. Ja. Das war's dann. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Peace.